Jo Leute, herzlich willkommen. Ich bin der Ultimate Gaming LP und will euch hier die aktuelle Lage meines Channels ein bisschen nahebringen, was jetzt in Zukunft kommen wird, was ich für Projekte demnächst anstehen und was welche Projekte eingestellt werden. Da gibt es auch aktuell zwei Projekte, wo ich leider nicht mehr fortsetzen kann. Dann 61 Abonnenten habe ich geschafft. Dann kommt demnächst ja noch ein FAQ-Video, wo ich hochladen werde. Aber wir fangen jetzt erstmal kurz an mit den zwei Projekten, wo eingestellt werden müssen. Das ist zu einem mal The Witcher 3. Habe ich ja nur 2-3 Videos gemacht. Und das Spiel ist mir allgemein zu lang, um das zu Let's Playen. Das ist bestimmt, da hockst du bestimmt 100 bis 150 Videos dran, bis du das Spiel durchgezockt hast. Und das ist mir einfach zu lang für einen Let's Play. Deswegen habe ich das eingestellt. Tut mir sehr leid für die Leute, die sich drauf gefreut haben. Aber es gibt ja noch andere YouTuber, wo das auch Let's Playen. Ja, dann kommen wir zu meinem zweiten Let's Play, wo ich leider einstellen musste. Liegt aber weder an mir, noch daran, dass das Spiel zu lang ist oder ich darauf keinen Bock mehr hätte. Das ist Battlefield Hardline. Leider, ja, Battlefield. Ich weiß nicht, ich konnte es seit einiger Zeit nicht mehr starten. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass das Battlefield jetzt auch schon wieder einige Wochen, wenn ich sogar glaube, einen Monat sogar her ist, das letzte Video. Und ich konnte es einfach nicht mehr starten. Ich habe verschiedene Aufnahmeprogramme ausprobiert. Es hat nicht mehr funktioniert. Ja, und jetzt habe ich mich halt dafür entschieden, das einzustellen. Auch in dem Fall tut es mir leid an die Leute, die es gerne geschaut hätten. Ja, und für die Leute, wo jetzt in der letzten Zeit vielleicht gemerkt haben, dass ich nicht mehr so viele Videos hochlade. Ja, ich war jetzt letzte Woche in München. Habe jetzt Gott sei Dank meine Endprüfung absolviert. Das heißt, ist jetzt zum Glück alles vorbei. Soweit die schriftliche Prüfung, dann die praktische Prüfung habe ich überstanden. Und es sieht eigentlich ziemlich gut aus, dass ich das alles beides bestehen werde. Ja, und jetzt tue ich mich natürlich wieder voll und ganz YouTube widmen, nachdem das ganze, die ganze Schulzeit vorbei ist. Kann ich mich jetzt wieder den neuen Videos widmen. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe ja jetzt mittlerweile 61 Abonnenten. Ich habe ja vor kurzem dieses 50 Abonnenten Special gemacht mit dem Gewinnspiel, der Room Tour und dem FAQ Video. Ja, mittlerweile sind es jetzt aus 50 61 Abonnenten geworden. Da bedanke ich mich nochmal viermal dafür an die Leute, die mich abonniert haben. Finde ich echt eine saugeile Leistung. Wird es auch demnächst, in mal gucken wann, ich habe jetzt noch keinen genauen Termin, ein neues Gewinnspiel geben. Das FAQ-Video wird demnächst hochgeladen. Jetzt muss ich noch ein paar Fragen sammeln. Könnt ihr außerdem machen, wenn ihr das Video jetzt seht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch so für Fragen noch einfallen. Ihr könnt alles Mögliche stellen, persönliche Sachen, dann irgendwelche Hobbys, wo ich habe, was ich gerne für Fußballverein hätte zum Beispiel oder welcher Fußballfan ich bin, was ich für einen PC habe, wo ich wohne. Ihr könnt gerne alles fragen und unten in die Kommentare stellen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, wo ich anspreche, das sind die neuen Projekte, wo demnächst starten. Ich kann jetzt so viel sagen, Dead Space, The Rise Son of Rome, dann noch die Partnerprojekte mit dem lieben Eve Entertainment TV, das wären zum einen Colat, dann vor kurzem haben wir Rocket League gestartet, das ist ein so ähnliches wie Autofußball. Die werden alle noch kommen, beziehungsweise sind aktuell online. Dead Space zum Beispiel ist jetzt aktuell online. Rocket League wird es in den nächsten Tagen hochgeladen. Das Video mit Eve. Jo, da fällt mein Controller runter, wunderbar. Ja, was kann man noch sagen? Genau, zu meinen neuen Projekten. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich demnächst Let's Playen sollte, könnte,
Dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare unten schreiben, welche Spiele euch interessieren. Ja, wenn nicht, habe ich jetzt demnächst geplant, auf jeden Fall nochmal ein neues Horror-Game zu Let's Playen, also ein Einzelspieler-Horror-Game und noch ein Shooter-Game. Das verrate ich jetzt aber noch nicht, welche Spiele das sind, da lasst ihr euch überraschen. Das kommt einfach in den nächsten Wochen. Ja, was gibt's jetzt noch zu sagen? Die 61 Abonnenten habe ich schon erwähnt, da nochmal vielen Dank dafür. Ja, was kann man noch sagen? Wir gehen jetzt ja in 2 Wochen. Es ist jetzt schon bald soweit. In 2 Wochen fahren wir nach Köln auf die Gamescom. Da schauen wir uns auf jeden Fall mal die neuesten Games an und werden euch natürlich auch informieren über die aktuellen Ereignisse auf der Gamescom. FIFA 16 zum Beispiel werde ich mir anschauen, was es da speziell die Neuerungen sind. Dann eventuell Need for Speed, wenn es auf der Gamescom gibt, das neue Need for Speed. Genau, auf so viel will ich jetzt nicht verraten. Da kommen jetzt noch demnächst, in den nächsten paar Wochen, noch ein paar Vlogs zur Gamescom. Ja, was gibt es jetzt noch zu sagen? Eigentlich, das war es jetzt eigentlich soweit mit den Punkten. Wie gesagt, The Witcher 3 wird eingestellt, Battlefield 3 wird leider eingestellt. Prüfung habe ich geschafft, habe ich auch schon erwähnt. Ist, denke ich, auch ein gut positives Ergebnis. Ja, dann neue Projekte habe ich angesprochen, dieses FAQ-Video. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Umso mehr Fragen, umso besser. Ja, liebe Leute, dann bedanke ich mich auch erstmal fürs Anschauen, für die 61 Abonnenten. Das ist echt eine saugeile Leistung. Vielen Dank nochmal. Und dann hören wir uns in den nächsten Videos wieder, wenn es wieder heißt Let's Play irgendein Game oder Vlog oder was jetzt demnächst ansteht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Ultimate Gaming LP.